Für einen Hörverlust gibt es verschiedene Ursachen. Diese können banal sein und die Hörstörung vorübergehen, wie beispielsweise ein Schnupfen oder auch ein Ohrschmalzpfropf im Ohr. Es gibt verschiedene komplexere Ursachen, die zum Teil nicht genau bekannt sind. Beispielsweise wächst die Anzahl der Hörstörungen im Alter beträchtlich an. Es gibt auch weitere Ursachen, genetische beispielsweise, erbliche Faktoren, ferner Erkrankungen des Ohres, wie beispielsweise die Otosklerose oder auch Infekte des Ohres. Es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Arten von Hörverlusten. Der erste ist ein sogenannter Schallleitungshörverlust, wenn der Schall durch das Außen- und Mittelohr nicht korrekt in das Innenohr gelangt. Die zweite Art von Hörverlusten ist die sogenannte Schallempfindungsschwerhörigkeit, wenn die Hörschnecke oder Cochlea nicht mehr ihre eigentliche Funktion genügend erfüllt. Abhilfe kann man entsprechend der Art der Schwerhörigkeit schaffen. Bei einem Mittelohrproblem beispielsweise kann es möglich sein, dies operativ zu korrigieren und so das Gehör zu verbessern. Beim Innenohrproblem ist dies leider nicht möglich. Da helfen häufig beispielsweise Hörgeräte bei einer sehr ausgeprägten Schwerhörigkeit, beispielsweise Cochlea-Implantate. Ein Hörgerät verstärkt in erster Linie die Töne. Heutige Hörgeräte sind aber komplexe Computer, welche den Schall verarbeiten in einer Art, welche den Ausfall wieder behebt. Es ist so, dass sich die Klangqualität verändert, verbessert, aber im Normalfall leider nicht ganz wieder das normale Gehör erreicht werden kann. Eine Gewöhnungszeit ist auf alle Fälle nötig und sinnvoll. Wenn Sie einen Hörverlust bei sich feststellen, ist der Hals-Nasen-Ohren-Facharzt die richtige Anlaufstelle. Er wird Ihnen die richtige Diagnose stellen, wie das Gehör betroffen ist und Sie beraten, was unternommen werden kann. Je nach Hörstörung kann eine operative Lösung die richtige Antwort sein, je nachdem ein Hörgerät oder eine andere Behandlung. Eine der Hauptaufgaben des Hörgeräteakustikers besteht darin, interessierten Kunden über die verschiedenen Möglichkeiten der neuen Hörsysteme zu informieren und gemäß seinen Erwartungen das entsprechend passende Hörsystem für ihn zu finden. Eine Untersuchung sieht folgendermaßen aus. Es wird ein Ton- und ein Sprachaudiogramm erstellt, um die Schwere der Hörfähigkeit zu ermessen. Dann wird das Ohr otoskopiert, Trommelfell und Gehörgang werden angeschaut, um danach eine Ohrabformung herstellen zu können. Die Ohrabformung wird im Labor gemacht und ein entsprechend passendes Ohrspaßstück hergestellt. Nachher werden die Hörgeräte voreingestellt. Hörgeräte sind heute kleine Computer mit entsprechender Rechenleistung und werden angepasst. Nach zweiwöchigem Abstand wird die Hörgeräteanpassung kontrolliert. Der Zeitaufwand für eine Hörgeräteanpassung bewegt sich in der Regel zwischen 3 Monaten, je nach Aufwand bis zu 1 Jahr. Es sind in dieser Zeit zwischen 8 und 12 Konsultationen beim Hörgeräteakustiker notwendig.